Der Battle.net Desktop Client ist ja schon seit einer Weile in der Beta, für die man sich anmelden kann über sein Battle.net-Konto. Und wir haben jetzt auch endlich mal Zugang bekommen. Ja, hier sieht man gerade den Login-Screen. So, nicht sonderlich spektakulär. Dafür sieht der Client selber, wie man hier sieht, relativ hübsch aus. Da hat man hier, sieht man schon links die ganzen Spiele. Wir dachten uns, wir gucken erstmal, was da unter Neuigkeiten passiert. Und da seht ihr die ganzen Blogbeiträge, die Blizzard auf den offiziellen Webseiten zu den Spielen veröffentlicht. Beispielsweise halt die ganzen Geschichten aus Diablo 3 für StarCraft 2, hier auch mit Videoeinbindung. Das funktioniert auch direkt drin. Ja, also alles, wofür man derzeit auf die Webseite müsste, kann man sich dann direkt in dem Client mit anschauen. Es sollen später auch noch, oder zumindest gab es Screenshots davon, wie da auch die offiziellen Foren direkt mit eingebunden sind. Das ist zumindest derzeit in der aktuellen Beta-Fassung noch nicht dabei. Nee, das könnt ihr auch daran erkennen, wenn ihr bei Newsbeiträgen beispielsweise oder auch bei Optionen das seht, da ist dann so ein kleiner Kasten daneben mit einem Pfeil. Der bringt euch dann direkt in einen Webbrowser. Beispielsweise, wenn man da jetzt gerade bei dem Hearthstone-Artikel oben rechts geklickt hätte, wäre man auf die Webseite gekommen. Und da sieht man, man kann nach den Spielen sortieren, welche News man sehen möchte. Man kann da einfach lustig reinklicken. Wie gesagt, Hearthstone ist auch schon da, auch wenn das noch nicht spielbar ist. Aber immerhin. Ja, sonst natürlich die anderen aktuellen Blizzard-Spiele. World of Warcraft, Diablo 3 und StarCraft 2. Ja. Was irgendwann auch noch mit reinkommen sollte, oder auch davon gab es zumindest Screenshots, ist so die komplette Funktionalität der Accountverwaltung. Auch das derzeit in der Beta noch nicht drin, da wird man auf den Webbrowser weitergeschickt. Ja, wir gucken mal hier in den Spielebereich drin. Wie gesagt, World of Warcraft, Diablo 3 und StarCraft 2 sind da zu sehen. Da kann man beispielsweise jetzt Patchnotes einschauen. Das ist schon in dem Client mit eingebaut. Auch Weiterleitungen beispielsweise sieht man da zu Patch 5.3. Sieht man das auch, bleibt man auch in dem Client drin, wird nicht auf den Browser geschmissen. Also alles, was auf den Blizzard-Webseiten ist, sollte darüber erreichbar sein. Dann habt ihr hier natürlich Optionen. Ihr könnt da beispielsweise Spiele deinstallieren. Das ist natürlich die wichtigste Funktion überhaupt. Auch diese Accountverwaltung, wie schon angesprochen, allerdings leitet das noch momentan auf die Webseite um. Dann habt ihr die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Accounts hin und her zu schalten und auch die Installation des Test-Server-Clients beispielsweise anzuschmeißen. Das sieht man hier. Wir haben das mal pausiert, beziehungsweise schon mal gestartet, zwischendrin pausiert, um euch auch zu zeigen, dass ihr natürlich entscheiden könnt, wo das Ganze hin installiert wird bei jedem Spiel einzeln und was da auch automatisch aktualisiert werden soll. Beispielsweise, ob Updates ohne weitere Nachfragen runtergeladen werden sollen. Ja, das ist auch ganz nett bei dem Launcher. Man muss eben nicht mehr die einzelnen Clients starten. Wenn man jetzt die Blizzard-Spiele schon länger nicht mehr gespielt hat und für alle gab es Patches, dann muss man nicht irgendwie hintereinander drei Launcher aufmachen, sondern das läuft hier eben tatsächlich gesammelt. In der Hinsicht funktioniert es dann eben wirklich ähnlich wie Steam oder Origin. Ja, wir hatten das allerdings vorher schon ausprobiert, beispielsweise Diablo 3 aktualisiert und StarCraft 2 wollten wir auch installieren. Das lief nicht gleichzeitig, sondern hintereinander weg. Das heißt, alles gleichzeitig funktioniert dann nicht ganz so. Jetzt. Und was eben auch ganz nett ist, die Einstellung, ob man den Live-Client will oder den Test-Client und auch mit welchem Account man sich einloggt. Ja. Ist ja bei WoW zum Beispiel ganz wichtig oder bei StarCraft sind es dann zum Beispiel die Regionen, auf welcher Serverregion man spielen will. Auch das kann man alles schon vor Spielstart hier im Launcher machen. Und jetzt haben wir mal auf Spiel starten geklickt. Vorher haben wir den Test-Server noch pausiert, weil sonst dauert das Ganze ein bisschen länger. Und wie man sieht, landet man nicht mehr auf dem Login-Bildschirm, sondern direkt auf der Charakterauswahl. Ja, man loggt sich eben einmal in diesem Desktop-Client ein und muss sich dann im Spiel nicht nochmal extra einloggen. Das finde ich auch ein ganz nettes Feature ist, gerade wenn man tatsächlich öfter mal an einem Abend mehrere Blizzard-Spiele hintereinander spielt, reicht eben ein Login-Vorgang. Ja, dann kann man das Ganze natürlich auch wieder beenden und landet dann wieder in dem Client. Wie du auch schon sagtest, das gleiche gibt es für Diablo 3. Da sieht man auch, ganz praktisch hat man gerade nicht gesehen bei World of Warcraft, dass auch Freunde angezeigt werden. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Hier kann man auch die ganzen Patchnotes gucken und was ich auch besonders praktisch finde, wenn man jetzt Fähigkeiten nachschlagen möchte, die da erwähnt werden, da kommt man auch dann direkt in der Datenbank von Blizzard raus, wo einem das erklärt wird. So, machen wir das zu. Da sieht man das in der Mitte. Sehen wir, ein Freund ist online. Momentan können wir damit mit der Information nicht viel mehr anfangen, also noch nicht mit dem Chatten, das soll dann zukünftig auch möglich werden.
Ja, dass man direkt über den Desktop-Client Zugriff auf den Real-ID-Chat hat. Ja, und hier sieht man das ganz praktisch. Da kann man auch den Testserver für Diablo 3 installieren oder aber die Region wechseln. Und das gleiche gibt es natürlich auch für StarCraft 2. Da sehen wir das gleich. Und ansonsten finde ich das persönlich sehr praktisch, alles darüber starten zu können, mich auch nur einmal einloggen zu müssen. Da gab es ja bisher immer ein paar Probleme, dass man sich nicht gleichzeitig oder beziehungsweise direkt nacheinander einloggen konnte, weil dann immer noch eine externe Abfrage des Authenticator-Codes beispielsweise stattgefunden hat. Ja, wie gesagt, in der aktuellen Beta-Fassung sind noch nicht alle Features drin, die mal kommen sollten oder noch kommen sollen, aber gibt, glaube ich, schon mal ganz guten Eindruck. Und also für Leute, die tatsächlich alle Blizzard-Spiele oder mehr als eins regelmäßiger spielen, ist das, glaube ich, eine sehr schöne Idee, der Client hier.